Hallo. So, jetzt gehen wir spazieren mit der kompletten Familie. Mal schauen, wie Hundi drauf ist. Aber gerade muss er wahrscheinlich dringend aufs Klo. Und deshalb ist er auch gestresst. Ja, zu dem Kommentar YouTube, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja, er ist nicht schlecht erzogen. Er kann einige Kommandos. Ja. Ich habe auch kein Problem, dass er frei lang an der Leine läuft. Ja. Nur dieses Hin- und Herlaufen bedeutet bei einem Hund meist, nicht immer, jeder Hund ist individuell, aber er weiß dem Zeitpunkt nicht, wer die Führungskraft ist. Deswegen schiebt er nach rechts, links, rechts, links. So. Und Leinenführigkeit heißt für mich, wenn ich ihn abrufe, ja, muss er auch ohne, dass ich an der Leine ziehe, hier muss er bei mir laufen und das macht er halt nicht. Wenn wir gerade auf so einem Waldweg sind, ja, dann darf er auch mal strullern, ja. So, und das ist genau das, was ich meine. Er weiß gar nicht, wo er hingehört, wo sein Platz ist. Hierher. Look, hierher. So, er weiß nicht, links, rechts und der schnüffelt ja auch gar nicht. Er weiß halt einfach nur nicht, wo er hingehört. Weil die Rangordnung für ihn noch nicht abgeschlossen ist. Hundertprozentig weiß er es nicht, weil er auch in der Pubertät ist. Er ist gerade 2 Jahre alt und weiß durch seine Pubertätsschübe manchmal nicht, ob er Alpha-Hund ist oder nicht. Und sind natürlich auch Machtkämpfe. So, wenn er so wie jetzt rechts bleibt und schnüffelt, ist mir das relativ egal. Aber wenn er anfängt, zu sehr zu zerren und nach vorne, nach links und rechts zu laufen, weiß er halt nicht, wo er hingehört. Und ich bin auch der Meinung, ja, Hunde dürfen schnuppern, Hunde sollen schnuppern, aber so wie jetzt, er ist nur am Markieren. Das heißt, er zeigt gerade allen, auch mir, hey, das ist mein Revier. Und das ist das, was ich ungern möchte. Ich möchte keinen Hund haben, der alles und jeden verbellt. Ja. Und dass er so ein der tut nichts Hund wird. Ja, er ist lieb, aber ich würde nie meine Hand für ins Feuer legen für einen Hund, auch nicht für meinen. Weil ich weiß halt nicht, wie er reagieren kann, wenn zum Beispiel meine Tochter dabei ist und jemand sie angreifen oder hinlaufen würde, weiß ich nicht, wie er reagiert. Ich kann einem Tier nicht in den Kopf schauen. So, man sieht, der bleibt überall stehen. Überall ist nicht nur mal ein bisschen Zeitung verteilen, was die Hunde gerne machen, sondern bei ihm ist das tatsächlich so krass, obwohl er keine Eier mehr hat, sage ich es mal so wie es ist, ist er halt noch trotzdem pubertär und will halt sehr, sehr viel markieren. Und ich will ihn davon nicht abhalten oder komplett verbieten, aber manchmal ist das halt zu viel, weil sonst bleibst du alle 2 Meter stehen. Ne? Man will ja auch ein bisschen spazieren gehen und nicht nur
Für ihn muss es schön sein, sondern meiner Meinung nach ein Spaziergang muss auch für mich schön sein. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und zu sagen, dass er links und rechts schnüffeln darf, finde ich schwierig. Natürlich darf er schnüffeln, aber er soll hier halt nicht links, rechts überall markieren. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel bei fremden Häusern vorbeigeht, ja, ich möchte ja auch nicht, dass alle Hunde mir vor den Hof pissen. Ja, so, jetzt fängt es an zu regnen. Aber das sucht man sich aus. Wenn man einen Hund hat, bei Wind und Wetter. So, na komm, weiter. Damit zum Beispiel habe ich auch kein Problem. Wenn er jetzt mal nach hinten schaut, ja, wo der Rest des Clans ist, ist das in Ordnung. Aber er soll halt nicht bellen, ja, und sagen, hier, er kommt jetzt ran. Er soll halt nicht mit der Position über meiner Tochter oder meiner Frau stehen. Weil dann könnte es passieren, dass er irgendwann das Kind berichtigt. Und Hunde haben Zähne, das kann wehtun. Also eine Kinderhaut ist halt sehr dünn. Und das möchte ich nicht. Lucky, weiter. Aber wie man es macht, macht man es falsch. Irgendjemand hat immer was zu meckern. Mama Regen. Jo. Es pieselt. Na. Hallo Mäuschen. Allein das ist schon gewisser Stress für meinen Hund. Er mag es nicht, bei Regen spazieren zu gehen. Das ist für ihn furchtbar. Na komm. Ja, was ich absurd finde, sind viele Hundebesitzer, die ihre Hinterlassenschaften von den Hunden einfach nicht wegmachen. Haben wir hier bei uns extrem. Ich sag mal, ich bin froh mittlerweile, dass er aus dem Alter raus ist, ja, und nicht mehr alles und überall frisst, ja, weil hier am Rand ist ganz schlimm. Da ist immer alles voller Hundescheiße. Und als Junghund, gerade als Welpe, oh, hat er sich reihenweise das Zeugchen verleihen bleibt. Ja, mal soll man sie ja machen lassen. Aber Problem sehe ich halt, ja, was ist, wenn der andere Hund krank ist und er übernimmt das Ganze oder Würmer. Ganz großes Ding, Würmer, ne? Weil ich glaube nicht, dass er in der Lage ist zu wissen, ah, die Hundescheiße ist schlecht, die fresse ich mal nicht. So, da vorne hat er jemanden entdeckt und schon geht's los. Ey! So, da braucht er wieder Führung, weil sonst kommt er selber nicht aus der Situation raus. Deswegen Fuß. Unterstütze ich ihn bei und nehme ihn, ja, enger an die Leine oder wie ein Kind einfach
an die Hand. Wenn die überfordert sind, unterstütze ich mein Kind. Mein Hund ist ja wie ein großes Kind und versuche ihn aus der Lage zu holen. Jetzt gucke mal. Oh, gucke mal. Oh, schöne Pilze. Lecker, ne? Aber nicht für dich. Oh, guck mal, jede Menge Steinpilze. Perfektes Wetter. Und das im August. So, jetzt kommt gerade die Hölle auf Erden runter. Aber zum Glück haben wir ja eine GoPro. Und für die ist das hoffentlich nicht so schlimm. Die ist ja wasserdicht bis 10 Meter und sollte sie ausgehen, wissen wir warum. Ja, dann müssen wir die wieder wegschicken. Dann wird halt oldschool mit Handy. So, jetzt hat er eine Person gesehen und dann geht er steil, ne? Will er Hallo sagen. Ey, aus hierher! Hallo. Und hierher. So ist es. Schönes Wetter. Ja. Gerade hier führe ich ihn auch kurze Leine. Weil hier eine Straße ist, wo gut Verkehr ist und an der langen Leine ist es mir ein bisschen zu gefährlich. Na komm. Ein absolutes Traumwetter. Sommer in Germany. Wonderful. I like it. Was sagst du, Hundi? Perfektes Wetter. Frau, Kind sind auch noch dabei. Müssen auch mitziehen. Ob man will oder nicht. Vorwärts. Ja. Regen ist überhaupt nicht seins, ne? Ah, das kann er ja auf den Tod nicht ab. Wenn ich den in den Garten rauslasse, no chance, ne? Der steht dann unterm Carport und guckt mich an und sagt, geh du selber raus. Ja, will ich nicht. Mag ich nicht. Und wie gesagt, das ist ein toller Hund. Ja. Wir hatten einige Male die Überlegung, war es das Richtige? Ja, macht es Sinn? Soll es so sein? Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, dass ich ihn halt brauche und nicht nur ich, sondern auch alle Familie. Also tatsächlich kann ich sagen, aus Erfahrung jetzt, ein Riesenschnauzer in eine Familie mit kleinem Kind ist schwierig. Liegt nicht an der Rasse, an seiner Natur, sondern einfach an seiner Statur und sind halt sehr aktive Tiere und Kinder sind halt unberechenbar. Er weiß bei Kindern nie, wollen die mich angreifen, ist das nur Spaß. Gerade Umarmungen haben Hunde halt nicht gerne. Ne, merke ich auch bei ihm. Wenn du ihn umarmen möchtest, dann sagt er dir klar und deutlich, nee, Brudi, lass mal sein. Ich hab dich lieb.
aber don't touch me. Er ist eh so einer, der ja eher wenig bis gar nicht Liebe zeigt, ne? Was Kuscheln angeht. Ja, er ist nicht so der Kuschelhund. Er kommt mal an, will gestreichelt werden. Ja, und dann war es das aber auch. Dann läuft er schon wieder seine Wege. Oder was er halt auch gerne macht, ist einfach, ja, dir zu zeigen, dass er dich lieb hat, indem der einfach, ja, sich neben einen stellt und sich wirklich anlehnt. Ist ja auch irgendwo ein Liebesbeweis, ne? Ja, jetzt machen wir eine größere Runde mit ihm. Die ist circa, ja, 3 Kilometer. Und ich habe jetzt nicht angefangen von zu Hause, wie mache ich ihn fertig, ne? Sondern ich dachte mir, ich werde beim Spaziergang starten. Das ist so die größere Runde, die wir machen. Wenn das Wetter so wie jetzt relativ doof ist, ne? So. Aus hierher. So, Stress abschütteln. Und da sind wir wieder. Oh, echt. Oh. Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Der ist über eine Pfütze gelaufen. Bald ist Weihnachten, ich sag's euch. Na gut, bei dem Wetter ist jetzt. Da kannst du nicht großartig ausweichen. Ist alles nass. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, das ist so die mittlere Runde, die wir laufen. Ich habe noch eine größere mit knapp 6 Kilometern. Die laufe ich gerne. Aber da ist dann halt meistens ich und der Hund alleine. Weil dadurch, dass El Baby in Bauchos von Frau aus ist, ist es halt relativ schwierig. Ja, weil das ist halt so. Ey, was denn jetzt? Und nu? Ja, und da sieht man es wieder. Kaum hat er markiert, stellt er sich direkt über mich und versucht mich, dadurch, dass er sich vor sich einem aufbaut, zu sagen, Bruder, ich bin einfach. Stell dich hinten an. Sag mal, ist natürlich irgendwo ein normales Hundeverhalten. Man kann jetzt auch alles zu streng sehen. Ich bin froh, wie er ist mittlerweile. Es gibt halt schwierige Situationen, wie häufig, wenn allein irgendwo die Tür zugeht, ja, schlägt er an. Damit habe ich an sich kein Problem. Wenn irgendjemand am Grundstück ist, dass er anschlägt, Problem ist halt bei ihm, er hört nicht auf. Ne? Da muss ich dann schon im Prinzip hingehen und sagen, ey, aus, reicht jetzt. Und dann langsam geht das voran. Jetzt muss ich kurz warten, weil ich ganz schön schnell unterwegs bin. Weil es regnet. Ich denke mal, es reicht. Ich werde euch die Tage wieder mitnehmen. Ne? Ich sag da mal tschüss. Er sagt auch tschüss. Loki, sitz.
Fode, super und arrivederci.